Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern, Alter, wir haben 11 Probleme, sondern euch auch herzlich willkommen zu dem dicken Igel aus Hack. Mad Evil Dynasty, oder wie ich es gerne nenne, der Mad Evil Dynasty. Ja, heute mal im Winter mit 11 Problemen in der Produktion. Wir gucken gleich mal rein, was es alles so ist. Vorher sage ich viel Spaß bei dieser Folge und damit let's go. So, wir gucken in die Verwaltung. Ich kann mir, glaube ich, schon denken, was es ist, ne? Also wir haben halt Probleme in der Scheune, dass wir halt das Material fehlt. Ich halt eingestellt habe, dass da alles gedroschen wird, was gedroschen werden darf. Und wenn wir das aber alles selber machen, fehlt das Material. Und in der Schmiede fehlt natürlich Material. Da gucken wir mal. Die einzelnen Barren sind in Arbeit, das ist gut. Und wenn wir dann die Barren haben, können wir dann auch die Werkzeuge herstellen, ne? Ist ganz klar, dass da gerade ein bisschen Material fehlt. Aber die zwei sind gut dabei. Das wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So. Ansonsten. Hier, Honigproduktion läuft auch. Schön. Die haben natürlich nichts zu tun gerade. Weil, warum auch? Ist halt Winter, ne? Aber so, okay, die dürfen auch mal eine Jahreszeit lang Urlaub haben. Ne? Mein Vater arbeitet ja auch in der Landwirtschaft. Und ich bin es ja seit Kindesbeinen an gewohnt, dass meine Eltern halt im Winter eigentlich ziemlich viel Freizeit haben. Also die sind eigentlich durchgehend zu Hause und machen was am Gelände und so. Weil halt im Winter in der Landwirtschaft nicht so viel los ist, ja. Also da werden ein paar Traktoren gewartet, aber an sich macht man da nichts. So, wir haben eine Quest in unserem Dorf tatsächlich. Da gucke ich gleich mal hin, mal sehen, was meine Leute von mir möchten. Und ansonsten werden wir auch gleich die Anfrage aus dem letzten Video bearbeiten. Ich habe euch ja gebeten zu schreiben, wen würdet ihr denn wählen als Vorstand für das Seedorf? Und da habt ihr gewählt, ziemlich einstimmig, was heißt ziemlich einstimmig? Einstimmig habt ihr gewählt. Ihr wart alle für Müsli da und das werden wir auch gleich umsetzen. Alter, die Schafe, ey. Ich habe irgendwann Angst, dass die Schafe auf die Idee kommen, die Herrschaft im Dorf an sich zu reißen. Weil die einfach eine Überzahl sind. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir ein Problem hier. Das sind halt schon echt viele. Hä? Ah, wisst ihr, wo der Questgeber ist? Jetzt bin ich extra hier hochgelaufen. Der Questgeber ist in der Mine. Deswegen habe ich gedacht, der ist hier oben. Verliere gleich Lebenspunkte. Oh, oh, nein. Kletterdachs am Start. Ich kann's noch. Geil. Wie viele Leute ich hier einfach angestellt habe, in der Mine zu arbeiten, ja. Das läuft. So, sie hat jetzt eine Quest für uns. Kann ich dir bei etwas helfen? Nun, ich hätte vielleicht eine Bitte. Denkst du nicht, dass es nachts recht dunkel ist? Nun ja, das haben nicht so an sich, oder? Ich dachte mir, ein paar Standfackeln könnten alles etwas aufhellen. Das ist eine coole Quest, weil das wollte ich sowieso machen. Hast du etwa Angst im Dunkeln? Nein. Klingt nicht sehr überzeugend. Also vielleicht ein kleines bisschen. Wusste ich es doch. In Ordnung. Ich kann ein paar Standfackeln aufstellen. Gucken wir gleich mal, wie viel die haben wollen. Eine. Standfackel ist eine. Können wir machen. Wo machen wir das? Können wir das eigentlich so machen und dann die Ressourcen hintragen? Oder brauchen wir immer... Nee, wir brauchen das... das Zeug alles gleich, ne? Standfackel habe ich überhaupt noch gar nicht erforscht. Hier wird kontrolliert, ob die Brücke noch hält. Schön, oder?
So. Ein Stock Leinengewebe. Okay, Steine und Leinengarn. Also beide Leinenprodukte und Stock und Stein. Okay. Leinen. Wo haben wir es hier? Da. Haben wir auch schon echt viel davon, ne? Auch ganz gut zum Verkaufen, ne? Okay, dann gucken wir jetzt mal, wo könnten wir so was Rustikales wie eine Standfackel vielleicht hier so an der Brücke? So links und rechts. Haben wir noch genug Materialien für noch eine? Vielleicht hier noch eine hinstellen. Und hier noch eine. Haben wir noch so viel? Okay. Darf ich es nicht hinstellen? Warum nicht? Stellen wir es halt hier hin. Egal. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus, aber egal. Vielleicht sieht es nachts besser aus, wenn es dann auch wirklich leuchtet. So, wir können die Quest abgeben. Und unsere Brücke ist halt einfach jetzt beleuchtet. Auch nicht schlecht. Gibt es jetzt genug Fackeln? Oh ja, es ist viel besser. Wobei die Schatten, die in ihrem flackernden Licht tanzen, einem schon eine Gänsehaut bereiten können. Schatten können auch ganz niedlich sein. Schattenhäschen zum Beispiel. Okay, wir haben 60 Dynastie dafür bekommen. Nicht schlecht. Jetzt ist eh Feierabend. Und sie leuchten schon, die Fackeln. Ja, ist okay. Vielleicht reiße ich die hier auch nochmal ab. Lass nur die hier. Ah, ich weiß warum. Der Schotterweg ist im Weg. Der Schotterweg ist im Weg. Ich brauche noch einen Stein. Habt ihr hier vielleicht einen Stein für mich? Hallo. Danke. Vielleicht noch einen. Ja. Und den nehme ich auch. Dankeschön. Oh. Das war Crash, wie mein Sohn sagen würde. Crash. Ja. Ja. Ja, der Schotterweg war hier das Problem. Aber so ist doch fett. Klar, auf der Brücke hier selber hätte ich auch noch gerne irgendwie Beleuchtung, aber das können wir, glaube ich, nicht machen. Das können wir nicht machen. Und das hier ist auch okay. Ja. Na schön. Gebe ich mal meine Ressourcen wieder ab. Und ein Haferbier. Kann mir nur einen schönen Abend mitmachen. Wie sieht's gerade eigentlich mit der Wolle aus? Wie läuft das Wolle-Geschäft? Wollstoff 22, Wollgarn 21. Und Wolle haben wir 50. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, das ist cool. Endlich wird hier mal der Platz richtig schön genutzt. Top. Hier haben sich wirklich viel getroffen. Und er ist da gerade eine Birne. Ich weiß zwar nicht, wo er die her hat, weil wir bauen keine Birnen an, aber okay, cool. Jetzt muss ich noch was trinken und dann geht's allen gut. So eine Eisenfeuerschale würde ich halt auch sehr, sehr gern bauen. Aber da fehlt mir wirklich, da fehlen mir die Technologiepunkte. Aber wir könnten noch Laternen bauen. Stimmt. Jetzt, wo wir so viel Wollstoff haben und so, könnten wir Laternen bauen. Brauchen wir dafür Wollstoff oder Wollgarn? Wollgarn. Stock, Leder, Holzstamm. Okay, kriegen wir hin. Okay. Jetzt überlegen wir uns mal, wo könnten wir eine Laterne gebrauchen? Eigentlich hier nochmal, ne? Bauen wir gleich eine hin? Wie drehe ich? Mit R und Q. Ne, mit Q und E. Ja. Hier auf die Ecke. So, vielleicht hier am Lager noch. Hier auf der Ecke noch. Schön.
An den Häusern werde ich auch noch welche dran bauen. Jetzt haben wir nicht genug Rohstoffe. Was fehlt uns denn? Wollgarn. Ja, okay, da haben wir alles jetzt verbraucht, was wir hatten. Aber zumindest hat das Innere des Dorfes jetzt schon mal ganz gute Beleuchtung. Es ist noch nicht fertig. Ich werde da noch sehr, sehr viel mehr machen. Aber jetzt geht's erstmal. So. So, hier brauchen wir Leinengarn für die Laterne. Ja, easy. Das haben wir. Ich dachte, wir brauchen auch Wollgarn. Das hätte ich jetzt nicht gehabt. Aber wir können mit Leinengarn die Häuser jetzt bestücken. Haben wir auf jeden Fall genug. Fangen wir mal bei meinem Haus an. Ah, Schemata muss man freischalten. 1000 kostet's. Kein Problem. Kein Problem. Oh, sieht das hübsch aus. Meine Güte. Sehr schön. Ja, ein bisschen Licht im Dorf. Das hat noch gefehlt. Das hat auf jeden Fall noch gefehlt. Uns geht gleich das Leder aus. Und ein paar kann ich noch herstellen. Ein paar Laternen. Ja, ich hole mir noch ein bisschen Leder. Schade, dass die Lichter, je weiter man weg ist, einfach keine Leuchtkraft mehr haben. Guck mal, seht ihr das da vorne? Irgendwie leuchtet das hier viel heller. Oder da an der Hauswand sieht man es ganz gut in der Mitte, ne? Da so. Dass es da einfach nicht wirklich leuchtet. Ich glaube, wir haben alle Wohnhäuser jetzt erstmal zumindest hier unten mit Licht ausgerüstet. Können wir hier drin eigentlich auch Licht machen? Ah ja, guck mal, Hängelaterne. Ja, easy. Guck mal, mein Haus ist jetzt zumindest schon mal schön beleuchtet. So, meine lieben Freunde, wir reiten ins Seedorf und wählen. Wir legen einen grünen Stein dahin für Müsli da. So, ich bin wie ein echter Stalker, komme ich jetzt in sein Haus einfach und wecke ihn. Achso, wir müssen ja vorher nochmal mit Bronimir sprechen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, aber ich habe es ja schon, glaube ich, in dem Video erwähnt, dass ich nochmal den Save Point laden musste, weil als ich in diesem Fenster war, wo man tatsächlich wählen konnte, ob rot oder grüner Stein, konnte ich nicht mehr raus aus dem Dialog. Deshalb, ich musste nochmal neu laden. Aber wir machen das jetzt nochmal. Wir skippen hier so ein bisschen durch. Und geben die Quest, oder wählen jetzt, wir geben die Quest ab. So. Dafür müssen wir hier einmal über den Fluss springen. Und hier wählen. Weitisch. Nimm den grünen Stein oder nimm den roten Stein. Der rote Stein ist für Bronimir und der grüne ist für Müsli da. Du näherst dich dem Wahltisch, eine große Wahlurne beherrscht das Bild. Sie ist bereits voller Wahlsteine, die von den Dorfbewohnern wegen der zuvor abgehaltenen Zeremonie abgegeben worden sind. Nimm den grünen Stein und lege ihn in die Urne. Das Fallen des Wahlsteins verursacht ein tiefes, lautes Klirren, als er gegen die anderen Steine stößt und weiter nach unten rutscht. Tritt zurück und schließe die Wahlen in Ostoja ab. Jetzt müssen wir mit Bronimir sprechen. Der wird jetzt bestimmt angepisst sein, dass nicht er gewonnen hat, sondern sein Kontrahent. So, guten Tag, Herr Bronimir. Er guckt mich gar nicht an. Hast du den Standard der Wahl abgegeben? Ich habe meine Wahl getroffen. So ist es getan. Möge der neue Dorfvorsteher der Aufgabe gewachsen sein, unser Dorf und unsere Lebensweise zu verteidigen. Nachdem es bereits eine sinnlose Feier gab, brauchen wir keine weitere zu organisieren. Ich werde die Nachricht ohne aufwendige Versammlung verbreiten. Wir haben ohnehin keine Zeit dafür. Ich werde dich nicht weiter stören. Du hast viel zu tun. Mach's gut. 900 Dynastie? What the fuck? 900 Dynastie, krass.
Das ist viel. Das ist sehr viel. So viel habe ich, also, habe ich jetzt nicht erwartet. Weil wir haben ja zwischendurch auch schon mal Dynastie bekommen. Und jetzt haben wir einfach 900 bekommen. Da gucke ich ja gleich mal, ob wir jemanden finden mit Gewinnung. Gewinnung 2, Gewinnung 1, Gewinnung 1, Gewinnung 1. Oh. Wie sieht's dann aus? Können wir vielleicht schieben? Wir gucken mal, ob wir schieben können. Verwaltung. So. Wo haben wir denn den Fischer? Da. Hat auch Gewinnung. 2 nur. Wer hat denn hier Gewinnung? Die ist Mutter. Schön. Auch Mutter. Kinder. Koch. Koch. Können wir vielleicht eine neue Köchin suchen? Eins. 2. Er hat 3. Und, na, dann nehmen wir Manfred. Manfred ist 21 und darf jetzt unser neuer Koch werden. Manfred. Endlich mal ein deutscher Name hier. So. Manfred. Du gehst in das kleine Haus. Darfst mit der Bienenfrau zusammenleben. Und du wirst bitte Koch für die hier. So. Jetzt haben wir jemanden. Dobromila, 24, hat Gewinnung 3 und arbeitet jetzt im Grabungsschuppen. Wo? Nee, sie arbeitet jetzt hier mit. Bei der anderen. Nehmen wir erstmal einen Grabungsschuppen nur im Betrieb. Weil da weiß ich jetzt, dass der Kalkstein liefert. Das ist ganz gut. So. Und wir haben jetzt ja noch. Wir hätten jetzt noch Kapazitäten für einen Typen. Allein so, was unsere Häuser sagen, ne? Kapazität für einen Typen. Und ich muss in dieser Folge vielleicht nochmal Wohnhäuser bauen. Beziehungsweise einen Ort finden, an dem wir Wohnhäuser bauen wollen. Weil wir haben jetzt so viel Dynastie, das muss. Also, wir müssen neue Leute ranholen. Wir reiten jetzt erstmal zurück zur größeren Stadt. Gucken uns da nochmal die Guys an. Vielleicht gab es da Typen oder war das nicht das, wo nur. Aha. Oh! Schlimmer Reitunfall Nummer 2. Mir ist es so peinlich, ich traue mich gar nicht aufzustehen. Alter, mein Pferd ist aber noch weit geflogen, ne? Wie viel Leben hast du verloren? Gar nichts. Okay, cool. Kugelsicher. Bulletproof. Oh, da vorne sind wieder Wegelagerer. 3 Stück. Aber ich habe keine Waffe zurzeit. Vielleicht können wir das auch gleich nochmal in der Stadt machen. Ich kaufe mir mal eine Armbrust. Eine Eisenarmbrust. Die hat ja wirklich Spaß gemacht, ne? Gehen wir erstmal einkaufen, bevor wir jetzt uns noch einen Typen suchen. Einkaufen, so. Park mal mein Pferd hier. Gucke mal, wer. Ach, hier, der hier, ne? Ach, sie. Gib mir mal eine Eisenarmbrust. Ja, das ist okay vom Preis her. Nehm ich. Also dafür, was die kann. Das ist ein okayer Preis. War fast 1000 Münzen, ne? Und Kupferbolzen habe ich noch. Die waren ja okay. Ich glaube, mit Eisen
Bolzen, da wird dann die Waffe wirklich, das wird ein One-Hit-Killer. Da ist ein Typ. Was hast du drauf? Stanislav. Hat eine 3 in Fischen. Oh, it's you again. Nämlich. So großartig, wir sehen uns dort. Ich möchte mal kurz wissen von ihm, was er gerne machen würde. Achso, das ist das. How are you? Worin bist du besonders begabt? Wanderer wie ich sind besonders gut darin, ergiebige Angelplätze und Pilzgründe zu finden. Selbst auf längeren Reisen kann ich mich ohne Schwierigkeiten selbst versorgen. Ich finde immer etwas. Ah. Wisst ihr, was wir machen mit ihm? Wir nehmen die Kräuterhütte in Betrieb, die bis jetzt noch nichts tut. Erstmal ziehst du zu ihr und du darfst in der Kräuterhütte arbeiten. So. Und jetzt sagen wir der Kräuterhütte, was sie bitte sammeln soll. Ich gucke erstmal durch, was man da alles machen kann. Ne? Offen Tränke, interessant. Trank der unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Trank wird am Kräutertisch. Was macht der? Okay, er kann unser Pfeil auch vergiften. Aber ich würde sagen. Du sammelst auf jeden Fall Beeren. 20%. Falsche Jahreszeit, ja, ist mir auch klar. Speisemurche. 10. Beinpilz. Von dem hier noch 10. Weiß nicht, was man alles essen kann, ne? Ja. Ich glaube, du sammelst viele Beeren. Ich glaube, aus Beeren kann man nachher auch Alkohol machen, ne? Ja, kann er mal sammeln. Hat er zwar im Winter jetzt auch nichts zu tun, aber. Was soll's. So, wir gehen jetzt zurück und gucken uns mal. Wir spotten jetzt mal einen Ort, an dem wir noch ein paar Fundamente setzen können für Wohnhäuser. An denen ich noch ein bisschen arbeiten kann, ein bisschen bauen kann. Können wir auch wieder Bautechnik ein bisschen pushen, ne? Ja, gucken wir mal. An irgendeiner Stelle muss ja das Dorf jetzt größer werden. Irgendwie fühle ich das auch nicht, dass wir oben an der Klippe noch weiter bauen. Da oben? Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so wirklich. Vielleicht doch hier hinter der, hinter der Plantage noch ein paar Häuser. Dass wir das Dorf nach hier raus noch vergrößern. Ja, ich glaube, das wird der Plan. Ich setze mal ein paar Fundamente, so was mir so vorschwebt, was man hier noch so machen kann. Naja, kleine Häuser kann man hier nur hinbauen. Okay. Ist es halbwegs parallel? Ist es halbwegs parallel? Okay, okay. Aber auch so krass auf Stelzen. Finde ich auch irgendwie cool.
Wir haben Entwicklungsstufe Kleinstadt freigeschalten. Okay. Nett. Allein durch Fundamente platzieren. Naja, so, jetzt haben wir wie viele Fundamente? 4 Stück. 3 kleine Häuser und ein ganz großes Haus. Bauen wir den Bums da erstmal fertig, oder? So. Ich habe jetzt erstmal Fundamente gebaut und die ersten Balken. Und das ist jetzt erstmal so der grobe Entwurf. Wir müssen auf jeden Fall noch nach hinten in die Breite gehen. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Aber hier vorne können die ersten Häuser vom Dorf stehen. Ja, doch, das gefällt mir ganz gut mit den Bäumen hier vorne. Schön. Können wir auch schon Wege ziehen? Haben wir hier mal eine größere Straße hin? Okay, jetzt können wir eigentlich schon anfangen, die nervigste Arbeit zu machen. Und zwar die ganzen Wände hier bearbeiten. Nervt wirklich. Also da könnte man sich noch irgendwie was anderes überlegen. Finde ich. Okay, meine Freunde. Ich habe jetzt sehr, sehr lange in der Aufnahme nicht gequatscht. Deshalb wird diese Folge wohl ein bisschen kürzer als sonst. Weil ich halt sehr, sehr viel gebaut habe. Ne? Also ich habe die 4 Häuser jetzt fertig gebaut. Die müssen nur noch verputzt werden und dann können die, kann ich da Leute einziehen lassen. Das da oben müssen wir übrigens auch noch zu Ende verputzen. Aber an sich ist das jetzt das neue Wohnviertel. Ja, nördlich von den Kirschfeldern, sage ich jetzt mal, von der Kirschplantage, haben wir jetzt auch Häuser gebaut. Hier werde ich natürlich noch sehr, sehr viel mit Zäunen und sowas arbeiten und so. Das alles wieder schön dekorieren und so. Ihr kennt mich. Ich würde aber sagen, an der Stelle jetzt war es erstmal mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht, den Like und vielleicht auch einen Kommentar unter das Video zu schreiben. Und schaut euch auch Sengoku Dynasty an. Ist auch ein sehr interessantes Game bei mir. Kommt immer alle 2 Tage. Alle 2 Tage kommt Mettige. Ihr kennt den Spaß. Macht's gut und bis dann. Ciao.